Konnichiwa, meine Freunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute fahren wir mit dem Shinkansen von Tokio nach Kyoto. Let's go! Der Shinkansen ist Japans Hochgeschwindigkeitszug und gilt weltweit als Vorbild für seine Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Fahrten sollen allesamt perfekt organisiert sein und bieten einen exzellenten Komfort. Wir haben uns heute auch noch für die erste Klasse entschieden, welche noch mehr Platz und weitere Annehmlichkeiten verspricht. Die Strecke von Tokio nach Kyoto führt über 475 Kilometer vorbei an malerischer Natur und dem höchsten Berg Japans, dem majestätischen Mount Fuji. Also schnallt euch an und genießt dieses Abenteuer mit uns, denn es wird schnell, bequem und definitiv unvergesslich. Unsere heutige Reise beginnt in der Tokyo Station. Die Tokyo Station ist an sich schon ein Hingucker. Innen drin ist alles sehr gut ausgeschildert und eigentlich leicht zu verstehen. Die Tickets, die wir bereits bequem von Deutschland zu Hause online gekauft haben, müssen wir nur noch einmal am Schalter ausdrucken. Danach müssen wir uns nur noch kurz mit Proviant eindecken, damit wir auf der Fahrt auch etwas zu essen haben. Dank der ausgedehnten Bento-Box-Kultur gibt es dafür auch jede Menge Auswahl. Überall riecht es köstlich nach sehr, sehr leckerem Essen. Von verschiedenen Reisgerichten, angebratenes Gemüse, Pasta aller Arten, Sandwiches, Fleisch, Fisch, Sushi, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Das alles ist schon perfekt in kleine Boxen eingepackt, damit man es mitnehmen kann und im Zug verspeisen kann. Oben am Gleis stehen bereits viele der schicken weißen Züge, die fast im Minutentakt ein- und ausfahren. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr große Erwartungen. Ich hoffe, Sie werden nicht enttäuscht. Während der kurzen Wartezeit wird uns mal wieder bewusst, wie außergewöhnlich sauber es hier eigentlich überall ist. Und dann ist es endlich soweit. Unser Zug fährt ein. Das Reinigungspersonal verabschiedet sich freundlich von den aufsteigenden Passagieren und wir können uns kaum noch abwarten, den Innenraum des Zuges zu erkunden. Der erste Eindruck ist wirklich ziemlich angenehm. Wir verstauen kurz das Gepäck über unseren Plätzen und lassen uns danach in die bequemen Sitze fallen. Bevor wir anfangen, alles um uns herum zu erkunden, lehnen wir uns erst einmal zurück und genießen den Ausblick auf die vorbeiziehenden Bezirke Tokios. Zwischendurch kommt noch einmal das freundliche Servicepersonal vorbei und reicht uns ein erfrischendes Oshibori. Damit ist es auch Zeit, uns für unsere Bento-Boxen vorzubereiten. Alicia hat sich heute für eine leichtere Variante entschieden, eine Box mit verschiedenen Salaten. Ich hingegen freue mich auf meine Bento-Box mit Reis und Schnitzel. Eines meiner absoluten Lieblingsgerichte. Wir genießen das wirklich köstliche Essen, während die abwechslungsreiche Natur Japans an uns vorbeizieht und wir den Blick in die Ferne schweifen lassen. Aber jetzt ist es erstmal Zeit, die verschiedenen Funktionen um uns herum zu testen. Was gleich auffällt, ist, dass unser Sitzplatz zwei Schalter an der Seite hat. Der eine steuert die Sitzheizung und der andere die Leselampe. Jeder Platz verfügt zudem über eine eigene Steckdose und im ganzen Waggon oder ich glaube sogar im ganzen Zug gibt es kostenloses WLAN. Die beste Funktion ist allerdings, dass man die ohnehin gemütlichen Sitze auch noch elektronisch in die Liegeposition bringen kann. So geht wirklich bequemes Reisen. Was ist das wieder für ein Moment? So lange hat man davon geträumt, endlich in Japan, endlich in diesen Shinkansen zu sitzen. Und dann ist es plötzlich soweit. Alles hat genauso reibungslos funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt fahren wir mit Hochgeschwindigkeit durch diese wunderschöne Natur. Und mindestens genauso schnell, wie wir gerade fahren, rennt auch die Zeit.
Und während man fast etwas melancholisch werden könnte, freut man sich eigentlich nur auf die kommenden zwei Wochen. Erst fahren wir nach Kyoto, die ehemalige Hauptstadt und somit das kulturelle Erbe Japans. Und anschließend geht es ab nach Osaka, das weltberühmt ist für seine köstlichen Speisen. Und auf dem Rückweg machen wir noch einen Stop in Nara, wo uns ein tierisches Abenteuer erwartet. Und bevor ich zu sehr abschweife, mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg in ein Abteil mit den Standardplätzen. Dieses fällt gleich auf durch seine etwas helleren Farben und was wirklich kaum zu übersehen ist, dass jede einen zusätzlichen Platz hat. Es fehlen natürlich auch noch einige weitere Annehmlichkeiten der ersten Klasse, aber da die Fahrt wirklich nicht lange dauert, kann man vermutlich genauso gut darauf verzichten. Auf dem Rückweg werfe ich noch einen kurzen Blick in die Toilette. Die ist natürlich sauber, mit einem Bidet ausgestattet und für ein Zug-WC eigentlich auch ziemlich geräumig. Und was ich hier auch noch entdecke, ist einfach ein Smoking-Room für die entspannte Ziese zwischendurch. Und so langsam kommen wir auch schon an das Ende der Zugstrecke. Nach exakt 2 Stunden und 11 Minuten erreichen wir pünktlich Kyoto. Wir steigen aus, andere steigen ein und der Zug fährt weiter Richtung Osaka. Dankeschön für die tolle Fahrt, Team Shinkansen. Kommen wir nun zu einem kleinen Fazit. Die Fahrt mit dem Shinkansen konnte alle seine Versprechen halten. Die Züge waren überpünktlich, die Reise war sehr bequem, die Waggons waren allesamt super clean und das Servicepersonal überaus freundlich. Letztendlich hat die Fahrt alles erfüllt, was auch verkauft wurde. Es gab kein überflüssiges Schnickschnack und die erste Klasse war nicht besonders glamourös, wie es bei vielen anderen Reisemitteln so verkauft wird. Aber alles, was versprochen wurde, wurde auch erfüllt und das mit einer herausragenden Qualität. Wichtig ist natürlich, dass das Ganze auch einmal mit einem Preis versehen wird. Wir haben für die einfache Fahrt von Tokio nach Kyoto in der ersten Klasse 15.400 Yen pro Person gezahlt. Das sind roundabout 100 Euro. Die Fahrt ist somit auf jeden Fall kein Schnäppchen. Aber für gute Leistung muss eben auch gut bezahlt werden. Findet ihr diesen Preis angemessen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mit diesem Fazit verabschiede ich mich bei euch und hoffe, die Reise hat euch gefallen. Es würde mir natürlich sehr helfen, wenn ihr diesem Video einen Like gebt. Und gerne den Vlog auch an eure Freunde weiterleitet, die genauso Japan-verrückt sind wie wir. Abonniert diesen Kanal, um auch die folgenden Abenteuer nicht zu verpassen. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao!